Hast du dich schon mal in einer Situation wiedergefunden, wo du vielleicht keine Idee hattest, wie die Lösung aussehen könnte? Oder du hattest vielleicht nur eine Alternative und warst damit nicht zufrieden? Nun, die meisten meiner Klienten und ich selbst, wir kennen das, weil als Unternehmer jeden Tag solche Situationen auf uns zutreffen können. Mein Name ist Daniel Schäfer und ich bin Geschäftsführer des Instituts für Gründung, Finanzierung und Geschäftsentwicklung und wir betreiben die erste Unternehmerschule Deutschlands. Und diese Situation, zu wenig Optionen zu haben oder schlechte Lösungen zu haben, ist fast alltäglich. Und hilfreich ist es, da eine Methode zu kennen, um strukturiert Lösungen zu finden, Möglichkeiten zu finden. Und das sagt auch der Name Possibility Management. Erst vor der Entscheidungsfindung viele Möglichkeiten zu finden. Nun, wie kann dir ganz einfach eine Methode helfen? In der Regel ist es so, dass meistens schon irgendeine Lösung X vorhanden ist. So, die ist vielleicht nicht besonders zufriedenstellend. Also irgendeine Alternative vielleicht ist dort vorhanden, aber du bist damit nicht zufrieden. Also ist die erste Frage mal, welche Lösung fällt dir ein oder was gibt es überhaupt an Lösungsoptionen? Der zweite Ansatz ist, die Fragestellung, wenn das nicht klappen könnte, welche zweite Alternative gibt es dann noch? Das heißt also, wir haben jetzt hier Lösung A beispielsweise und dann suchen wir eine Variante Lösung B. Häufig kommen die meisten Menschen noch so weit und sagen, okay, mir fällt A oder B ein, aber wirklich frei ist man da nicht. Also wenn du zwischen A und B unterscheiden kannst, hat zu wenig Alternativen. Und deshalb ist die hilfreiche Frage, die man sich jetzt in diesem System stellen kann, welche Lösung gäbe es noch, wenn A und B beide ausfallen? Wenn die also beide negativ sind, was könnte dann C sein? Und die vierte Fragestellung kann dann beispielsweise sein, wie können A und B zusammen eine Lösung, wenn das hier C ist, eine gemeinsame Lösung D finden? Also ich wiederhole das ganz kurz. Welche Alternative gibt es überhaupt bisher A? Und wenn A nicht funktioniert, wie könnte B sein? Und dann kommt die Fragestellung, wenn A und B beide ausfallen, was gäbe es dann noch als dritte Lösung? Und als vierte Lösung wäre, wenn A und B vielleicht zusammen funktionieren, als Kompromisslösung, wie könnte dann D sein? Und die fünfte Fragestellung wäre noch, wenn all das nicht funktioniert, was wäre dann noch denkbar? Also was wäre noch denkbar als fünfte Möglichkeit? Das funktioniert am besten, wenn du das alleine machst, wenn du diese Fragen einfach aufschreibst. Das heißt, du gehst von Anfang an aus, obwohl dir nichts auf deinem geistigen Bildschirm dort auftaucht, davon aus, dass es mindestens fünf Lösungsalternativen gibt. Und erstens wäre die Frage, was könnte A sein? Zweitens, was könnte B sein? Drittens, wenn A und B nicht funktionieren, C. Und so hast du dann insgesamt immer eine Frageleiter von mindestens fünf Fragen, die dann dazu führen, dass du fünf Alternativen aufbaust. Wenn du es so schaffst, dein Gehirn anzuregen, dann fangen an, Ideen zu sprudeln. Man nennt das so das Prinzip der sich selbst erfüllenden Vollendung eines Satzes. Wenn dein Gehirn also diese Fragen reingibst, dann kommen auch Antworten raus. Reicht dir das nicht aus? Dann bist du herzlich eingeladen, dass du Menschen um dich herum sammelst, die du dann diesen Fragen stellst. Eine Art Mastermind oder Brainstorming, was auch immer du dort für Ressourcen hast, dass du dann mit Menschen gemeinsam diese fünf Fragen durcharbeitest. Nun, was ist das Ergebnis? Das Ergebnis ist, dass du entweder selbst relativ schnell dein Denken wieder öffnest, aus dem sogenannten Stuck State rauskommst, wodurch mir fällt nichts mehr ein, oder du kannst da ganz gezielt die Ressourcen aus der Crowd, aus deinem Team herausbekommen und so neue Ideen entwickeln. Was du jetzt noch machen kannst zum Abschluss, ist dir Gedanken zu machen, bevor du eine Entscheidung triffst, wie viele Alternativen möchtest du überhaupt haben. Ich persönlich bin Fan davon, bevor ich eine Entscheidung treffe, möglichst mindestens 7 Alternativen durch diese Technik gefunden zu haben, um viele Möglichkeiten zu haben, die einander abzuwägen und dann eine gute Entscheidung zu treffen. Sicherlich gibt es nicht immer solche Situationen. Es gibt manchmal Situationen, wo es um Leben und Tod geht, da hast du nur 2 Möglichkeiten. Nun, da zählt natürlich das Tempo und die Entschlossenheit, aber in der Unternehmensführung, in der Projektarbeit ist es meistens so, dass du Zeit hast, mindestens 7 Alternativen zu finden. Und damit lade ich dich herzlich da ein, in Zukunft dieses Possibility Management durchzuführen und möglichst viele Optionen zu finden und dann erst zu entscheiden. Ich wünsche dir dabei viel Erfolg, dein Daniel Schäfer. Vielen Dank,
dass du dieses Video zu Ende geschaut hast. Gerne darfst du diesen Kanal abonnieren oder auch weiterempfehlen. Möchtest du gerne ein Erstgespräch haben, um deine Fragen zur Gründung, Finanzierung oder beruflichen Entwicklung zu klären, so findest du hier auf dieser Seite einen Gutschein. Mit diesem kannst du ein kostenfreies Erstgespräch vereinbaren, 45 Minuten an der Dauer, entweder in Berlin, in meiner Beratungspraxis oder auch gerne am Telefon. Bis zum nächsten Mal.